Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück hier in unserem Wildlife Park. Und wir haben ja hier beim letzten Mal den Bereich hier oben ein bisschen überarbeitet, hier so einen kleinen Ausguck gebaut, hier noch so eine kleine Wasserstelle und einen Futterspender für große Pflanzenfresser. Hier sind auch die Camaras, sind das, glaube ich. Ja, Camarasaurus unterwegs. Die werden wir nachher auch noch benennen. Und wir werden natürlich auch noch die Edmontosauren benennen, die sich auch hier rumtreiben. Ich weiß gar nicht, wie das hier. Oh, die scheinen sich ganz gut zu verstehen mit den Keratos, so wie es aussieht. Die Edmontos trinken hier, der Kerato trinkt da. Also wirklich Angst zu haben, scheinen die nicht. Also läuft er auch ganz gemütlich dran vorbei. Also alles ganz gemütlich hier. Ist auch echt cool, dass die hier in diesem Bereich bleiben, wie ich es auch vorgesehen habe. Hätte ich gar nicht gedacht. Aber ich würde gerne noch diesen Bereich ein wenig ausbauen. Was mir noch so ein bisschen fehlt ist, hier vorne fehlt mir noch irgendwas. Hier müssen wir noch irgendwas hinbauen. Und vielleicht könnten wir noch. Ja, hier vielleicht noch den einen oder anderen Baum. Da müssen wir mal schauen. Wir müssen jetzt so ein bisschen Detailarbeit erstmal machen. Wir gucken mal eben. So, da kriegen wir wahrscheinlich keinen Baum mehr unter. Ich mach mal. Eigentlich könnte ich die Baumreihe. Ich weiß nicht, ob das Sinn macht, wenn ich die Baumreihe hier weiterführe. Aber warum nicht, ne? Ich meine, dann ist das hier so ein bisschen geschützt. Ist natürlich ein bisschen schade, dass hier in diesem Bereich nichts reinführt. Aber man kann hier rechts einmal durchgucken und dann sieht man vielleicht den einen oder anderen Saurier. Also gar nicht so schlecht, das passt schon. Ah, hier oben könnten wir vielleicht auch noch was hinmachen. Ich glaube, ich mache hier einfach random so einen Futterspender hin. Und eventuell kommt dann der ein oder andere Dinosaurier hier mal vorbei. Wäre ja auch schon ganz cool. Dann vielleicht noch ein bisschen Gras hier hin so. Müssen wir eh gucken, dass wir immer so ab und an mal so ein bisschen Gras platzieren. Natürlich nicht alles damit voll mit diesem hohen Gras, aber so ein bisschen. Aber hier ist auch noch voll der freie Bereich. Ich glaube, hier mache ich auch noch ein paar Bäume hin. Muss halt nur aufpassen, dass die nicht zu sehr die Sicht versperren. Hier vorne am besten wieder weg. Ja, das sollte aber passen von der Sicht her. Das geht, denke ich, klar. Dann machen wir ja auch mal noch einen Baum hin. Ja, kann man so machen, denke ich. So, und dann würde ich fast sagen, dass wir hier noch wieder so eine kleine Stelle für Dinosaurier machen. Also das heißt eine kleine Trink- und Futterstelle. Und da müssen wir mal gucken, welche Dinosaurier wir dann hierhin letztendlich verschiffen. Verschiffen vor allem. So. Ja, ist natürlich jetzt hier alles ein bisschen uneben und so. Vielleicht muss ich das erstmal ein bisschen glätten. So, hab das Ganze ein bisschen geglättet. Und jetzt können wir, glaube ich, hier so ein kleines, einen länglichen Wasserbereich ziehen. Das wäre ja vielleicht auch mal eine Maßnahme. Hier noch so ein bisschen um die Kurve. Ja, das kann man, denke ich, mal so machen. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Bäume unterbringen. So, vielleicht hier noch den einen oder anderen. Ah, das ist cool, gefällt mir. Hier machen wir auch noch was hin. Könnten wir auch noch ein bisschen. Oh, da kommt schon der erste Saurier angerannt. Guck mal. Die sind direkt zum neuen Wasser gelaufen. Nicht schlecht. Wir können auch hier wieder noch einen Futterspender machen. Diese ganzen Futterspender, die ich hier platziert habe, die werde ich ja sowieso noch mal ein bisschen umordnen. Ich denke mal, den mache ich hier. Ah, ich lasse den erstmal hier. Das ist ja ein Fleischfutterspender. Ich mache, denke ich, hier nochmal einen Pflanzenfutterspender hin. Kleine Pflanzenfresser. Und dann kommt auch dort der ein oder andere Dinosaurier eventuell vorbei. Ja, das sieht doch schon ganz ordentlich hier aus. Kann man, denke ich, mal machen. Wir müssen auch auf jeden Fall die Strecke nochmal irgendwann komplett abgehen, dass das hier so ein bisschen gerader ist. Wobei ich das hier gar nicht so doof finde, hier mit diesem Hügel. Da kommt man hier so rumgefahren und dann kommt man hier über den Hügel und sieht dann die Dinosaurier. Das ist eigentlich ganz cool. Ich habe mir überlegt, dass ich hier vorne auch noch was hinmache. Und zwar mache ich hier, glaube ich, einfach einen Futterspender hin. Ich glaube, ich mache hier einen Futterspender für große Pflanzenfresser hin. Dann kommt eventuell hier oben mal so ein Brachiosaurus vorbei. Und dann kann man den schon von unten sehen. Das finde ich, glaube ich, ganz cool. Also einfach hier in die Mitte klatschen. Und wenn man dann hier so lang fährt, na gut. Doch, hier könnte man durchgucken. Wenn man dann hier ist, könnte man da eventuell durch die Bäume ein Brachiosaurus sehen. Aber ich werde das natürlich jetzt alles noch ein bisschen mehr bewalden. Aber wir machen einfach mal so einen versteckten Futterspender daraus. Warum nicht? Und dann sieht man vielleicht nur so von den Turm aus hier so den Kopf von einem Brachiosaurus. Falls die denn dann dahin gehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht ändern wir das später natürlich auch noch und sowas. Müssen wir mal gucken. So, jetzt müssen wir mal überlegen, was wir als nächstes machen. Also unser großer See ist ja hier in der Mitte eigentlich schon
Relativ cool von der Form, gefällt mir. Wir müssen jetzt nur gucken, wie wir das mit den Stationen für die Menschen machen, weil wirklich viel Platz ist ja hier nicht mehr. Beziehungsweise ich will halt nicht mehr so viel bebauen, weil das sonst zu krass wird. Dieser Bereich hier eignet sich, denke ich mal, noch ganz gut. Und da müssten wir halt überlegen, ja, hier glaube ich eher nicht mehr. Hier machen wir, glaube ich, irgendwas hin für die Dinos noch. Und dann haben wir unseren Park schon fast fertig. Wir müssen ihn natürlich noch viel mehr besiedeln mit Sauriern. Aber ihr seht ja jetzt schon, die verteilen sich schon ganz gut. Und guck mal, hier geht sogar ein Kamara ganz hier hinten hin. Und hat sich voll verlaufen. Oh, ist das cool. Ja, das ist halt das Witzige, dass die Dinosaurier sich wirklich frei bewegen können und hinlaufen können, wo sie möchten. Ich habe mir überlegt, dass wir hier in diesem Bereich, wo ich von gesagt habe, vielleicht so einen erhöhten Berg oder sowas machen. Also hier in diesem Bereich, den habe ich auch schon von Bäumen befreit, wie ihr seht. Und dann bauen wir etwas erhöht hier drauf. Haben wir beim letzten Mal auch an dieser Stelle gemacht, weil an dieser Stelle ist auch der Rand relativ hoch. Deswegen bietet sich das eigentlich ganz gut an. Wir müssen natürlich das Ganze jetzt erstmal etwas anheben. Mit etwas meine ich ein ganz schönes Stück. Wir müssen halt auch gucken, wie hoch wir gehen wollen. Aber ich möchte wirklich einen hohen Berg hier machen. Das Problem ist halt nur, dass viel Platz verloren geht. Je höher man baut, desto mehr Platz geht verloren durch Schrägen. Na, wir gucken mal. Aber ich denke mal, die Höhe ist schon ganz gut. Das ist auf jeden Fall nicht zu niedrig. Ja, wir kommen sogar relativ nah an den Rand hier ran. Also hier hinten. Da geht gar nicht so viel Platz verloren. Aber ihr seht ja auf der anderen Seite, ne? Die Schräge hier. So ein Stück geht verloren, wenn ich auf diese Höhe baue. Aber gut, das bleibt nicht aus. Wir möchten ja auch ein bisschen Variation hier drin haben im Park. So, ich habe das Ganze jetzt mal so ein bisschen grob angehoben. Ist hier alles noch ein bisschen hügelig, aber das passen wir alles später noch ein bisschen an. Ihr seht schon, ich habe nicht viel Fläche hier oben geschaffen, also wo ich bauen kann. Aber ich habe sehr viel Platz vom Park verloren. Diese Fläche hier ist verloren gegangen vom Park. Und ich habe hier wirklich nur diesen kleinen Bereich zum Bebauen. Ist sehr ärgerlich, aber so ein hoher Berg. Ich weiß auch nicht, ob der jetzt schon zu hoch ist. Vielleicht könnten wir noch ein Stückchen niedriger gehen. Ich glaube, das wäre sogar sinnvoll. Ganz kleines Stückchen noch, oder? Wir gucken mal, wie die Aussicht ist. Oh, die Aussicht ist natürlich awesome von hier, ne? Ich glaube, das lassen wir so. Wir müssen jetzt echt schauen, dass wir alles untergebracht kriegen, was wir hier gerne hätten. Als allererstes ist dann natürlich wichtig, eine Einschienenbahn. Wir müssen ja auch irgendwie hier hinkommen. Wobei wir mit der Einschienenbahn eventuell, ich glaube, das mache ich so, dass wir hier die Einschienenbahn hinmachen und dann einen Weg nach oben führen. Dann haben wir schon mal ein bisschen Platz gespart. Nur wo führen wir dann die Strecke lang? Hier hinten? Ja, warum nicht, ne? Wir könnten ja auch eigentlich hier in diesem Park einen Kreislauf machen. Das wäre wahrscheinlich ganz cool. Wir gucken mal eben. Es ist natürlich jetzt hier wieder alles vernebelt und verregnet. Schön nah an den Rand. Aber auch nicht zu nah. Wir müssen ja auch noch da hinten um die Kurve kommen. Und dann müssten wir mal gucken, wie wir das vom Streckenverlauf her machen. Also hier am Rand entlang. Das ist, denke ich mal, relativ nice. Hier mit einer Säule. Oh, das sieht gut aus. Ja. Und jetzt müssen wir irgendwie hier gut um die Kurve kommen. Was, glaube ich, gar nicht mal so einfach wird. Wo wir könnten auch so und dann hier lang. Aber wir dürfen nicht zu nah am Turm entlang bauen, weil sonst Sicht verloren geht. Machen wir so. Ich glaube, das ist ganz cool. Dann kann man auch von der Strecke aus die Dinosaurier beobachten. So. Ja, das ist, glaube ich, ganz cool. Die Sicht geht hier auch nicht verloren. Also alles perfekt. Okay. Führen wir das Ganze mal weiter, ob wir es wirklich in einem Kreislauf dann rummachen oder nicht. Ist jetzt halt die Frage, ob wir hinten den Kram noch langführen. Wir schauen uns das Ganze einfach mal an. So, kommen wir denn hier noch um die Kurve? Ja. Ich würde dann hier auf jeden Fall, glaube ich, relativ am Rand, also hinten rumführen, die Einschienenbahn. Damit hier nicht noch mehr Fläche verloren geht, die wir gegebenenfalls bebauen könnten. Dann könnten wir hinten auch diesen Bereich nochmal
Mit einer schönen Kurve. Umfahren. Und zack. Okay. Ja, ich denke mal, das ist ganz cool, wenn die einmal so im Kreis um den Park herumführt. Ich glaube, einen Kreislauf haben wir bis jetzt auch noch nie in einem unserer Parks gemacht. Also die ein oder andere Schienenänderung können wir natürlich dann noch vornehmen. Aber so der grobe Verlauf gefällt mir schon ganz gut. Und dann sparen wir uns hier schon mal ein bisschen Platz mit der Einschienbahn. Müssen dann natürlich hier einen Weg hochbauen. Ich glaube, das mache ich mal eben als erstes. So, habt ihr das Ganze ein wenig geglättet. Und jetzt schauen wir mal. Oh. Hier sind auch schon wieder Saurier am Rumlaufen. Warum auch immer. Die schleichen sich auch überall rum. So, dann müssen wir mal gucken, dass wir hier jetzt... Wir könnten auch eventuell hier noch unten eine Gyrostation bauen. Aber das geht ja schlecht hier wegen dieser Strecke. Nee, die Stelle ist ganz blöd. Also das würde nicht funktionieren. Egal, wir gucken mal, dass wir hier den Weg jetzt gut hochbekommen. Was ist denn, wenn wir hier einen dicken Weg machen? Ich glaube, ich mache hier einfach mal einen großen Weg. Die benutzen wir sowieso so selten. Machen wir mal so ein bisschen geschwungen. Na, warum nicht? So ein bisschen S-förmig da hoch. Dann könnten wir eigentlich so am Rand entlang bauen. Ich glaube, ich mache hier den Berg nochmal ein bisschen höher. So. Und dann würde ich fast sagen, dass wir diesen Weg, diesen großen Weg, einmal komplett am Rande entlang führen. Okay, erstmal so als Grundlage, ein bisschen überarbeiten wir das Ganze dann natürlich noch. Und dann hat man schon mal von diesem Weg aus eine sehr schöne Sicht. Ich glaube, ich werde das hier auch gar nicht mit einem Zaun versperren. Ich werde, glaube ich, den Zaun relativ weit unten machen, sodass man wirklich so eine freie Sicht auf die Dinos hat. Das ist, glaube ich, echt cool. Wir können ja mal kurz mit einem Jeep hier hochfahren und dann können wir das nämlich besser sehen. So, das ist dann der Weg hier nach oben. So geschlängelt. Oh, ist vielleicht noch ein ganz bisschen uneben. Muss ich vielleicht gleich nochmal ein bisschen rüberglätten. Aber ansonsten geht der Weg auf jeden Fall schon. Und dann kommt man hier oben lang. Das Ganze werden wir natürlich auch noch ein bisschen besser machen, dass das hier mehr am Rand und so ist und dass hier nichts absackt vom Weg. Und dann hat man wirklich eine sehr schöne Sicht hier. Können wir mit dem Fotoding mal eben gucken. Also da hat man wirklich eine super Sicht auf den Park. Wenn wir dann den Zaun unten am Berg machen, dann ist hier auch gar nichts im Blickfeld oder so. Und da hinten kann man dann die ganzen Dinosaurier in aller Ruhe beobachten. Da hinten ganz viele Gallimimos. Ah, das ist schon echt schön. So, bevor wir jetzt hier aber die ganzen Anpassungen vornehmen, müssen wir uns mal eben überlegen, was wir hier oben noch unterbringen möchten. Wie viele Hotels haben wir denn schon? Wir haben erst ein Hotel, ne, in diesem Park. Ein zweites Hotel wäre natürlich auch nice. Aber, ja, das würde echt viel Platz wegnehmen, das Hotel. Wenn ich es dann so platziere, damit man eine gute Sicht hat, das würde erst gar nicht funktionieren. So, wir könnten hier ein Hotel hinmachen, aber dann ist hier fast der komplette Platz verbraucht. Eieiei. Wir können es ja einfach mal platzieren und wenn dann der Platz gleich zu eng ist für die anderen wichtigen Sachen, dann werden wir das Hotel auf jeden Fall entfernen. Was natürlich auch noch schön wäre, wäre die ein oder andere Fressbude. Hier könnten wir auf jeden Fall noch zwei unterbringen. Ich frage mich ja... Wartet mal. Ne, wir platzieren die einfach mal. So, hier machen wir so einen Souvenirstand hin. Und dann machen wir nochmal daneben ein Restaurant. Ah, so nah wie es geht, glaube ich, mache ich es. So. Ich glaube, das mit dem Hotel ist echt zu eng, Leute. Das machen wir nicht. Dann können wir das auch vernünftiger hier mit den Geschäften machen. Ich würde sagen, wir platzieren erstmal hier so einen Aussichtsturm hin und gucken uns das Ganze mal eben an. So, den Aussichtsturm, der kann dann ja ungefähr hier hin. Müssen natürlich schauen, dass der eine gute Sicht hat. Wir könnten den auch mittig machen. So nah ran, wie es geht. Ich glaube, das wäre schon ganz cool. Und dann könnte man hier mit dem Weg natürlich so eine Fläche drumherum ziehen. Machen wir auch mal eben schnell.
Aber wir warten mal, bis der fertig gebaut ist, dann sieht man das besser. Nur was bringen wir dann hier noch unter? Hier müssen auf jeden Fall noch ein paar Läden hin. Hier dann noch ein Restaurant hin. Dann vielleicht noch die Bar. Die Bar könnten wir ganz am Anfang hier machen. Immer ganz gut von der Form dafür geeignet. Machen wir mal so. Und dann können wir hier mit Wegfläche arbeiten. Die Frage ist nur, was machen wir dann hier hinter? Weil es ist schon ein bisschen platzverschwendend. Kriegen wir auch noch einen Laden unter, wenn wir das möchten. Könnten das natürlich auch. Oh, das könnten wir sogar so machen. Das würde, glaube ich, ganz cool sogar aussehen. Wir müssen jetzt erstmal schauen, dass wir hier die Wege vernünftig machen. Dass wir das hier noch hinkriegen. Und dann können wir mal gucken, ob wir da noch so ein Fossiliengebiet oder irgendwas hintermachen. Ja, das wird hier natürlich nicht passen. So, ich habe jetzt hier den Weg nochmal neu gebaut. Wie ihr seht, also schon mal hier diesen Weg so ein bisschen angepasst. Jetzt können wir hier nochmal das Restaurant neu platzieren. Das passt jetzt hoffentlich. Ja, kann man so machen, denke ich. Und dann das Ganze müssen wir hier mit dem Weg natürlich nochmal genauso machen. Schauen wir mal eben, dass wir das hier möglichst nah rankriegen. Na komm schon. Ja, das geht, denke ich. Und dann das Ganze hier auch nochmal. Perfekt. Und dann hier die Lücke ausstopfen. Dann haben wir hier schon mal eine sehr gute Wegfläche. Dann müssen wir hier die Schräge noch hinkriegen. Das war ein bisschen zu weit nach da. Auch wieder nicht ganz perfekt. Aber. Ah! Einrastpunkte. Was ist hier los? Okay, das müssen wir nochmal neu machen. Ich dachte gerade, das passt, aber die Einrastpunkte sind gerade nicht mein Freund. So, das ist ideal. Und dann hier einmal diese Schräge. Die jetzt auch schwer wird, weil hier der Einrastpunkt doof ist. Jetzt sollte es gehen. Genau, so wollte ich es gerne haben. Dann hat man hier einen Aussichtsturm. Hier hätten wir dann nochmal so eine Fläche. Und da müssen wir schauen, wie wir den Platz hier noch nutzen. Wir könnten. Ich will so viel wie möglich hier noch unterbringen, aber das passt schon mal nicht. Doof. Vielleicht könnten wir hier so ein Sturmabwehrstation hinmachen. Ne, die ist auch zu groß. Okay, da können wir den Platz schon mal nicht mehr nutzen. Vielleicht können wir hier hinter noch den Platz nutzen. Und zwar für so ein Fossiliengebiet, was ich ja vorhin geplant hatte. Das hätte man ja sogar, wenn wir hier den Weg nochmal ein bisschen verkürzen. So, dann hätte man das Fossiliengebiet ja sogar so hinmachen können irgendwie. Wir müssen das eigentlich schon fast ganz ranmachen, damit wir hier keine Lücke drin haben. Okay. Wir gucken mal, wie das dann aussieht. Ich bin selber sehr gespannt. Das ist hier natürlich jetzt auch nicht ideal. Das kriegen wir schon alles hin. Würde mal eben so machen. Sowas ist immer echt Fummelarbeit. Wenn man so Wegflächen an irgendwelchen Gebäuden haben will. Das klappt auch nicht immer zu 100%. Dass es lückenfrei ist. Wir gucken mal. Diese kleine Lücke kann ich gleich auch noch so machen. Da müsst ihr jetzt nicht bei zuschauen. Wir gucken erstmal, bis das Fossiliengebiet hier fertig ist. So. Liebe Gäste. Uns regnet schon wieder. Ist aber heute schlimm mit dem Regen. Okay. Hier hätten wir so eine Fläche. Dann hätten wir hinten das Fossiliengebiet. Oh, ich denke mal, das kann man mal machen. Ist mal was anderes. Vielleicht können wir hier dann auch noch so einen Zaun langziehen oder so. An dieser Kurve. Guck mal, da rennen schon die Gäste, weil es regnet. Ich guck mal eben schnell, ob ich die Lücke jetzt hier hinbekomme. So, haben es fertig. Die Lücke ist nicht mehr vorhanden. Und ich glaube, das kann man so machen. Ist mal was anderes. Dann ist der Laden so ein bisschen dahinter versetzt. Vielleicht können wir dann hier noch so eine Sichtmauer hinbauen, dass das so ein bisschen geschützt ist. So, und dann hier um die Kurve. Können die auch einfach mal nur bis hier machen. Ah, das ist, glaube ich, ganz cool. Und dann können wir die hier hinter nochmal entlang führen. So.
Jetzt ist die Frage, wie machen wir das hier? Ich meine, der Eingang ist auch hier. Vielleicht können wir auch hier den Weg nochmal so ein bisschen schräg machen. Irgendwie so. Machen wir mal. Glaube ich, ganz cool. Na komm. Ach, was spackt der denn jetzt hier schon wieder so ab, der Weg? Manchmal sind die Einrastpunkte auch wirklich doof. So, jetzt haben wir es. Okay, und dann können wir auch die Mauer bis hierhin vorne machen. Das sieht, glaube ich, dann ganz cool aus. So. Und dann kommt man hier hoch. Hier werde ich natürlich auch gleich noch so einen Zaun machen, der nicht so die Sicht verdeckt. Und dann hat man hier den ersten Eingang in die Bar. Kommt dann hier zu einem Turm und hier ist ein Fossiliengebiet. Mal gucken, ob wir hier hinten gleich auch noch eine Mauer oder so hinziehen. Müssen wir mal schauen. Aber ich würde sagen, dass wir jetzt erstmal hier den Weg nach oben vernünftig machen. Dafür muss ich das Ganze erstmal wieder ein bisschen glätten und sowas. Wie ihr seht, hier muss ich es auch noch wieder anheben. Allgemein muss ich hier noch ein bisschen anheben. Okay, ich habe jetzt hier nochmal diesen gesamten Weg so ein bisschen überarbeitet. Ihr seht, das sieht jetzt hier schon relativ ordentlich aus. Und dann müssen wir gucken, wie wir das mit dem Zaun machen. Ich denke mal, ich werde den Zaun später hier unten so am Rand entlang schlängeln. Also hier so. Nur mal so als Beispiel. Können wir mal kurz auch stehen lassen. Weil dann haben wir halt zwar die Schräge nicht genutzt, aber die Schräge ist ja eh nicht so praktisch für Dinosaurier. Und so haben wir halt kein bisschen Verlust, was die Sicht angeht. Also das ist ganz cool. Ist noch so eine kleine Lücke oder sowas drin. Aber egal, das fällt ja gar nicht auf, wenn man von hier oben schaut. Jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier noch hinmachen. Hier könnten wir auf jeden Fall noch ein Geschäft hinmachen. Und zwar, oh, der Spielmannladen, der könnte sich, glaube ich, ganz gut eignen. Oh ja. Oh ja. Den könnten wir nämlich genau hier hinter machen. Und dann das Ganze auf der anderen Seite sozusagen nochmal wiederholen mit diesem Schrägeingang. Das ist ganz cool. So, gucken wir mal, dass wir das hier mit den Wegen relativ gut hinkriegen. Ah, sehr gut. Okay, dann haben wir hier diesen Eingang. Da müssen wir nur gucken, was wir hier noch hinmachen jetzt. Machen wir doch nochmal. Den gern so machen. Ich weiß noch nicht, ob ich das dann ein bisschen schräg. Oder wir machen das einfach so. Ach komm, wir machen das einfach gerade. Und viel mehr werden wir hier nicht hinbekommen. Das wird vom Platz her einfach viel zu eng. Vielleicht sollten wir auch noch ein Stückchen zurückgehen. Mal schauen, bis wohin wir dann den Weg hier führen sollten. Ich gehe mal noch ein Stück zurück. So, die Kurve ist gezogen. Es sind zwar jetzt diese Fähnchen vorhanden, aber ich glaube, diese Fähnchen, die verschwinden leicht, wenn ich hier andere Wege andocke. Jo, da gehen die Fähnchen weg. Also das funktioniert wunderbar. Also können wir diese Fähnchen sowieso getrost ignorieren. Ist auch schade, dass die so automatisch gesetzt werden und dass man die nicht selber platzieren kann, die Mülleimer und sowas. Ah, jetzt wird es hier wieder knifflig mit dieser schrägen. Hier wird sogar noch kniffliger. So, Fläche ist fertig. Glätten wir das Ganze nochmal über und dann schauen wir mal, wie wir das mit den Mauern dann machen. So, einmal überglätten. Ich weiß nicht, warum das hier so uneben ist. Oder ob das nur so aussieht. Kann auch sein, dass das eben ist. Ich glaube, wir machen das mit der Mauer. Ich weiß nicht, weil hier hinten die Mauer andocken wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Oder weil hier ein doofer Winkel ist. Ja, seht ihr schon. Ich glaube, wir machen das mit der Mauer einfach mal so, dass wir die hier anfangen, hier hingehen. Und dann kann ich die Mauer nämlich einmal komplett hinten lang ziehen. Das Ganze mal von hier aus, das ist am einfachsten. In Mitte hier die Trennung. Und dann hier die Verbindung. Dann haben wir das Ganze. Zack. Haben wir dahinter eine Mauer gezogen. Das sieht doch schon ganz nice aus. Ja, vielleicht hätten wir hier die Kurve, die Rundung auch so machen müssen, damit das ein bisschen natürlich aussieht. Wartet mal, das mache ich mal eben. So, dann können wir hier vielleicht nochmal den Weg ein Stückchen entlang führen. Nicht zu nah ran. So. Dann machen wir so. Ziehen da nochmal die Mauer entlang. Ah, dann sieht das, glaube ich, ein bisschen besser aus. Das ist gut. Okay, ich habe mir das Ganze jetzt nochmal angeguckt. Irgendwie will mir das nicht so richtig gefallen. Das liegt daran, dass einfach das so ein bisschen
asynchron ist. Hier ist das alles so schön dicht beieinander und alles. Und hier hinten ist einfach so eine, ja, so ein großer Platz. Der Turm müsste eigentlich hier näher ran und sowas. Und vielleicht könnte man hier oben in die Ecke doch noch irgendwie ein Geschäft machen. Ich probiere es auf jeden Fall nochmal aus, weil das stört mich ein bisschen. So, ich habe den Turm jetzt hier ein Stückchen näher rangesetzt. Und jetzt kriegen wir hoffentlich hier oben noch ein Geschäftchen unter. Müssen wir eben gucken, welches wir da nehmen. Am besten ein kleines. Entweder die Spielhalle oder das Fastfood-Restaurant. Ich denke mal, ich entscheide mich hier für dieses. Machen wir dann auch einfach so schräg dahin. Und dann gucken wir mal, dass wir das hier vernünftig verbunden kriegen. Das wird jetzt hier wieder ganz, ganz viel Fummelarbeit. Einmal hier am Rand entlang. Einmal hier am Rand entlang. So, ich habe jetzt auch nochmal Tag angemacht, damit man das alles ein bisschen besser sieht. Gefällt mir jetzt viel besser von der Optik hier von oben gesehen. Also das ist, das kann man es denke ich mal machen. Sieht echt ganz nice aus, hier so das Restaurant. Den Zaun müssen wir jetzt natürlich noch hier hinten einmal langziehen. Das machen wir mal eben schnell. So, hier den einen Rastpunkt, dann in die Kurve. Jetzt die Frage, gehen wir dahinter lang? Ja, ich würde sagen, wir führen den Zaun einmal hinter dem Geschäft dann entlang. Und dann noch, gehen wir überhaupt noch weiter? Ja, ein kleines Stückchen zumindest. Ich würde sagen, wir gehen bis hier. Und dann so. Und dann haben wir das Ganze schon. So sieht das dann aus. Und das gefällt mir eigentlich ganz gut. Hier vorne könnten wir dann noch den Zaun so einen Übergang machen. Mit so einem kleinen Gitterzaun. Erstmal hinbekommen. Würde hier gerne so eine. Ja, die Verbindung geht halt nicht, weil das da so eine Ecke ist. Das ist ein bisschen doof. Okay. Das ist problematisch. So habe ich mir das nicht vorgestellt. Ah, so können wir machen. Das ist gut. Und so. Okay. Vielleicht können wir dann noch hier so eine Schräge einbauen. Boah, kann man, denke ich, mal so machen. Sieht ganz gut aus. Und dann können wir hier hinten auch noch mal so ein Stückchen mit so einem Kleinzaun vorgehen. Boah, passt. Und dann haben wir hier den Bereich oben schon relativ weit fertig. Ich mache hier nochmal eben schon mal ganz viele Bäume hinter. Wenn man hier natürlich nicht so diesen Übergang und die Schräge sieht. Hier können wir so viele Bäume hinter machen, wie geht, würde ich sagen. So, und dann gucken wir uns das Ganze nochmal an. Das sieht doch schon ganz cool aus, auch so vom Weiten. Ah, gefällt mir. Den Zaun hier unten und sowas, das machen wir in der nächsten Folge. Ich würde sagen, es ist jetzt Zeit dafür, dass wir die Dinosaurier benennen und die neuen Dinosaurier freilassen. Leute, ich habe hier ein Problem entdeckt. Und zwar sind die beiden Keratosauren irgendwie in den Bereich hier gekommen. Ich habe absolut keine Ahnung. Kommen die da hinten durch? Sieht mir fast ganz danach aus, ne? Oh ja, tatsächlich. Die kommen da hinten einfach durchgelaufen. Das ist natürlich nicht gut. Da müssen wir mal ganz schnell den ACU-Helikopter holen und das Ganze hier noch näher an den Rand machen. Das ist ja doof. Wieso kommen die denn da durch? Ich habe nur gerade, ich wollte gerade Dinosaurier ausbrüten und dann habe ich so die Massenpanik gehört. Eieiei. Müssen wir mal eben schauen, dass wir so nah wie es geht hier rangehen. Und dann zur Not nochmal das Ding da machen, diese Kurve da, die wir gerade hatten. Oder wir machen so. Okay, er geht schon zurück. Das heißt, wir rufen mal eben den Helikopter zurück. Da haben wir ihn. Du brauchst ihn nicht mehr betäuben, nein. Wir müssen jetzt nur hoffen, dass das jetzt hilft. Das ist natürlich so nicht gewollt. Ich mach mal so einfach. Ich hoffe, das hilft. Sieht zwar jetzt nicht so nice aus, aber besser als wenn die Dinos da durchkommen. Ich hoffe, das haben wir nicht noch an anderen Stellen hier, dass die da durchkommen. Aber das werden wir, denke ich mal, nach und nach dann feststellen, beziehungsweise mitbekommen. Okay. Gut, weiter im Kopf.
Kontext. So, liebe Freunde, die neuen Dinosaurier sind hier schon bereit zum Freilassen, aber wir machen erstmal das mit den Namen. Dafür müssen wir mal eben gucken, wo unsere Saurier sich denn rumtreiben. Ja, die Edmontos sind hier, werden hier auch schon fleißig angebrüllt. Da haben wir zum einen Redhead, sehr passend mit dem roten Kopf hier. Da ist er. Stellt sich nochmal eben auf. Die anderen verstecken sich gerade. Dann haben wir hier mit dem lilanen Kopf Tiny. Dahinter ist Top. Und zu guter Letzt, einer fehlt doch hier noch von den Edmontos. Oh, der ist gar nicht hier. Wo ist der denn? Ach, da oben treibt er sich rum. Da versteckt er sich. Und der heißt Hündchen oder Hühnchen. Wie auch immer man es aussprechen will. Genau, und dann kommen wir zu den Kamaras. Ist ganz passend, die laufen hier auch gerade rum. Da haben wir einmal Cody. Dann haben wir hier im Wald versteckt, den sieht man gerade ganz schlecht. Karma. Und wo sind die anderen? Müssen wir mal eben schauen. Oh, die haben sich auch schon entfernt. Eigentlich war dieser Bereich ja für die Kamaras geplant. Aber die sind auch schon hier vorne hingegangen. Okay, auch in Ordnung. Da haben wir dann einmal Camo. Und zu guter Letzt haben wir hier Cosmo. Sehr schöne Namen mal wieder. Vielen, vielen Dank, dass ihr so fleißig was in die Kommentare geschrieben habt. Und falls ihr jetzt nicht rangekommen seid, dann seid bitte nicht böse. Ihr habt gleich auf jeden Fall wieder die Chance. Ich lasse jetzt die neuen Dinosaurier für diese Folge frei. Und das sind 5 Parasaurolophus erstmal. Ich würde sagen, wir fangen mal an hier mit dem Savannenmuster. Das schauen wir uns mal an. Paras dürfen meiner Meinung nach nie in so einem Park fehlen. Die gehören einfach dazu. Auch ganz, ganz tolle Dinosaurier. So, dann haben wir als nächstes. Hier haben wir nochmal Savannenmuster. Waldlandmuster haben wir hier. Sieht auch sehr schön aus. Aber für den Para sind, glaube ich, alle Skins ziemlich gut. Er hat gar keine Musik bekommen, der Arme. Oh. Ohne Musik muss er hier rauslaufen. Er sieht auch sehr, sehr cool aus, der Skin. Da läuft er. Und dann haben wir hier nochmal Waldlandmuster und Sumpfmuster. Die anderen beiden lasse ich dann gleich wieder so frei. Das müssen wir uns ja nicht anschauen. Der bekommt wieder Musik. Ja, der ist so ein bisschen gelblich-golden. So, jetzt sehen wir den Skin nochmal in der Sonne. Sieht auch sehr, sehr cool aus. Dann lasse ich die anderen beiden nochmal eben frei. Das müssen wir uns jetzt nicht mit anschauen. Die Skins haben wir ja schon gesehen. Also wir haben 5 Parasaurolophus neu in unserem Park. Und natürlich wieder ein schöner Fleischfresser. Und zwar ist es ein Tyrannosaurus Rex. Der darf meiner Meinung nach in so einem Park nicht fehlen. Der muss auf jeden Fall da sein. Und den lassen wir jetzt frei mit dem Tundra-Muster. Gucken wir uns das Ganze mal an. Oh ja, also ein T-Rex, den muss man einfach in so einem Park haben. Der darf nicht fehlen. Der König der Dinosaurier. Da läuft er. An dem werden sicherlich viele Interesse haben, den nach diesem benannt zu werden. Ich muss mal schauen, wie ich das mache. Ob ich das den Zufall entscheiden lasse oder ob ich den selber auswähle in den Kommentar. Aber wir gucken mal. Wie gesagt, schreibt wieder schöne Namensvorschläge in die Kommentare unten. Und mit etwas Glück seid ihr dann einer von den neuen Paras oder sogar der T-Rex. Und falls euch das Video gefallen hat, der Park nimmt schon echt Form an. Oh, guck mal hier in diesem kleinen versteckten Bereich sind sie auch schon am Futtern. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Hat mir wieder mega Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.